Wahrscheinlich leckt sie dafür durchgehend. Wahrscheinlich hat Fraps mal wieder einen Spack drin, so wie ich es in Force Unleashed 1 schon mal hatte. Dass einfach mal meine mein Spiel flüssig lief, aber in der Aufnahme hat es dann geleckt. Wenn das jetzt der Fall ist, dann tut's mir. Sorry. So, ich spekuliere einfach mal darauf, dass wir hier rauskommen. Kommen wir da auch rein? Oh. Interagieren? Ist hier vielleicht so ein geiles Versteck? Nee, da wird mir auf der Karte nichts angezeigt. Interagieren wir doch einfach mal. Yo, what's up? Oh, okay. Machiavelli, hi. Wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Tugend? Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius' Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Cool. Habe ich jetzt eine Abkürzung genommen zum Ausrufezeichen oder was? Da unter Wasser. Ich weiß es nicht. Hier müssen wir zumindest rein. Nee, mit dem Typ hier müssen wir reden. Okay, reden wir mal mit dir. Serezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Aha, verstehe schon. Das sind also die ganzen Dinge, die wir kaufen können. Ihr habt mir auch geschrieben, dass wir das Kolosseum kaufen können. Und dass es da offenbar einen Aussichtspunkt gibt. Und offenbar haben wir eine Sequenz beendet. Sehr schön. Sequenz 3 also beendet. Renovierungsarbeiten. Ja, dann schauen wir doch mal, was in Sequenz 4 so abgeht. Aber erstmal kommen wir wahrscheinlich in den Animus-Ladescreen. Vermute ich jetzt einfach mal so, ganz unvermittelt und unbedarft. Und ich habe, oh Wunder, recht. Hep. Hep. Oh yeah, bin ich cool. Yeah. Und umgekehrt. Und im Kreis. Oh, da weht der Umhang. Versuchen wir es doch mal in der anderen Richtung. Oh, schade, vorbei. Sequenz 4. Höhle der Diebe. Hallo, mein Freund. Was? Ich kann nicht jedem was geben. Loslassen, Ora! Kann ich loslassen? Ja. Beziehungsweise macht er automatisch.
Okay. Was haben wir hier? Dottore. Dann gehen wir doch mal zu einer Mission. Zu einem Erinnerungsanfang. Lautstärke ein bisschen. So. Rip. Hep. Ja, genau das hatte ich vor. Ich wollte unbedingt ins Wasser springen. Denn Wasser ist toll, denn Wasser ist nass. Da kann man so schön schwimmen. So, und du gibst mir jetzt mal dein Pferd. War das jetzt illegal? Oh ja, drehen wir eine kleine Ehrenrunde. Hallo, umkehren. So ist das richtig. Oh, immer dieser Gegenverkehr. Hier könnten sie auch mal ein paar Straßenschilder aufstellen und Ampeln und so ein Zeug. Oh, schöner Tunnel. Gibt's hier einen Schatz? Keine Ahnung. Hier. Da gibt's Stallungen. Kann ich da runterspringen? Nö. Das sind, glaube ich, die Stallungen, die wir mit Machiavelli eröffnet haben. Nee, das sind sie nicht. Untersuchen für 700. Ausbauen. Ah, ich könnte Opernsänger werden. Also, Computer, 158 GB frei, sehr schön. Können wir noch ein bisschen aufnehmen. Denn das Spiel leckt gerade nicht, beziehungsweise nur zeitweilig, teils, teils, etwas, bisschen. Und wir gucken mal auf die Karte, weil dieses gebrochene Herz mich etwas verwirrt. Was gibt es hier? Christina-Mission. Haben wir die nicht schon mal angeguckt? Also, auf der Karte meine ich. Auftragsattentat, da könnten wir auch mal ein paar machen. Wir machen einen Borgia-Turm. Da müssen wir in diese Richtung. Hallo, meine Freunde. Hallo, mein Freund. Oh, hallo, meine Freunde. So funktioniert das. Hat mich jetzt zwar ein bisschen Aufsehen gekostet, also Bekanntheitsgrad und so. Aber die paar schönen Moves, die sind es mir wert. Hier, schaut mal. Weg von mir! Aua. So, wir sind schon wieder berühmt-berüchtigt. Höchste Zeit, ein paar Zettel abzureißen. Ist doch das Symbol hier, oder? Hallo, du bist ein Trinkerin. Ja, da haben wir einen Zettel. Wie auffällig, direkt neben einer Wache so einen Zettel abzureißen. Wir müssen gleich Zeugen eliminieren. Oh! Ich war's nicht, ich war's nicht. Ich hab nichts gesehen. Aber ich habe so das Gefühl, die Leute haben Angst vor mir. Zur Finanzierung der Stadtverteidigung und der päpstlichen Garde. Ich habe nichts übrig. Ich habe Verachtung für euch übrig.